Heute findet die Hamburger Hochbahn Fahrzeugparade hier statt, anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Unternehmens. Sie können also wirklich hautnah Schienenfahrzeuge, alte Omnibusse, moderne Omnibusse sich angucken. Das ist eben für die Bevölkerung ein ganz besonderer Clou. Die Fahrzeuge sind auch geöffnet zum größten Teil. Also die Fahrzeuge können auch von drin bestaunt werden. Wir haben hier oben alle historischen Busse, die wir derzeit haben, von 1950 bis heute. Auch unseren aktuellen, den Sauberbus, den Brennstoffzellen-Hybridbus. Und der ist so sauber, dass wir ihn eben auch Sauberbus nennen. Das ist natürlich für uns ein Bonchi, mal so eine Fahrt zu machen, weil die Leute sind auch gut drauf. Und es ist halt mal was anderes, das macht man ja nur nicht täglich. Der Klang ist ja ganz anders und Sie müssen hier richtig arbeiten. Also hier haben Sie ja keinen Joystick oder eine Maus oder so, sondern hier ist es richtig echt. Ach, es ist ein ganz spannendes Gefühl, so historisch nicht immer nur mit den neuen Zügen, sondern auch dieses Alte nochmal zu erleben und diese alte Technik. Auch wenn wir zwischendurch jetzt mal ein bisschen Lichtausfall hatten, aber es ist einfach herrlich, mal was anderes. Es ist auf jeden Fall immer sehr interessant, wenn man durch die Straßen fährt, wie alle Leute stehen bleiben und sich ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, wenn sie diese Fahrzeuge fahren. Ich habe eben gerade von meinem Pressesprecher gehört, dass wir 10.000 Leute an den Haltestellen hatten. Und ich denke, das ist, damit haben wir nicht gerechnet. Das ist ganz, ganz toll. Und insofern kann ich jetzt so sagen, sind wir sehr, sehr zufrieden. Auch wenn man jetzt so über den Jungfernstieg guckt, lachende Gesichter. Insofern, da kann man wirklich nur fröhlich und stolz sein, denke ich.